Hallo? Wir kommen hier heute zusammen im Zeichen des V um einer Regierung, die uns seit Jahrzehnten verraten und verkauft hat, zu signalisieren, dass sie uns nicht mehr vertritt und vielleicht nie vertreten hat. Diese Regierung und dieses Parlament haben uns nicht vertreten, als sie den Lissabon-Vertrag gegen den Willen der europäischen Volkes durchsetzten zugunsten eines größten wahnsinnigen Euro-Projektes, eines größten wahnsinnigen Super-Euro-Staates. Ohne demokratische Kontrolle. Sie vertreten uns nicht mit ihrer Überwachung, die sie mit Terroranschlägen begründen, die sie selbst zu verantworten haben. Sie haben uns nicht vertreten mit Hartz IV im sozialen Bereich, in der Atompolitik, in der Bildung, in dem Gesundheitssystem, in der Wirtschaftspolitik und in der Außenpolitik. Sie haben uns auch nicht vertreten in ihren Kriegen in Afghanistan und anderen Ländern, in welchen Deutschland nicht zuletzt durch seine blühende Rüstungsindustrie verwickelt ist. Der militärisch-industrielle Komplex der westlichen Welt floriert wie nie zuvor, während sie uns durch Massenmedien versuchen, in Trance und Apathie zu halten. Wirtschaftliche Interessen stehen systembedingt über dem Bürgerwille. Durch diesen systemimmanenten Fehler verschärft sich die Lage nicht nur in Deutschland, sondern weltweit für alle Menschen. Multinationale Konzerne, Gesellschaften und Banken haben nicht zuletzt durch ihre Lobbys die Parlamente dieser Welt unterwandert. Und der Mensch und die Natur gehen dabei vor die Hunde. Der Systemfehler zeigt sich nicht nur in der um sich greifenden Armut und Hunger, sondern auch in immer größer wahnsinnigeren und unnötigen Kriegen, die uns mit Lügen und Propaganda von den Massenmedien als notwendig und humanitär verkauft werden und die eigentlich kein normaler Mensch will oder braucht. Nicht nur, dass es die Regierung und das Parlament nicht vertritt, nein, sie können uns gar nicht vertreten. Unsere Politiker stehen noch viel mehr als der Rest von uns unter dem gefährlichen Einfluss von Gehirnwäsche. Ihre Sicht ist verschleiert durch das Gepokere um Macht im globalen Spiel, durch den Fraktionszwang, Geostrategien, geheime Konferenzen, Okkultismus, Korruption, Propaganda, fragwürdige Lobbyseilschaften, Rauschgift und Big Money. Die Massenmedien sind in ihrer Berichterstattung eine Zumutung. Seit der Erfindung des Radios werden wir täglich mit noch subtileren und ausgefeilteren Methoden Ziel einer meist unbemerkten Propaganda für die Reichen und Mächtigen und ihre Kriege. In einem völlig verkommenen System, in dem Geld über Demokratie und Ethik steht und selbst das Jugendamt mehr einem Menschenhändlerring ähnelt, als allem anderen wollen wir nicht mehr leben. Wir haben es satt, dass nach einer irrationalen und undemokratischen Bankenrettung anderen Euro-Ländern unrückzahlbare Kredite auf unsere Rechnung aufgezwungen werden, ohne dass die Bevölkerung vor Ort das überhaupt selbst wollte. Wir haben die Nase gestrichen voll von diesem undemokratischen, menschenverachtenden Euro-Großprojekt, das in allen Ländern, in fast allen seinen Entwicklungsphasen grob gegen den Bürgerwillen verstoßen hat. Wir wollen nicht für eine Krise bezahlen, die wir selbst nicht ausgelöst haben. Stattdessen wollen wir lieber wissen, warum so viele Staatsoberhäupter von Europa Leute von Goldman Sachs sind, die zuvor Bilderberger Konferenzen besucht haben. Wir sind in tiefer Sorge um unsere eigene Sicherheit und die unserer Kinder sowie um das Überleben der globalen Biosphäre und der Artenvielfalt im Anbetracht der genannten Umstände. Eine verschleierte Diktatur wird mit uns nicht machbar sein. Wir sind dabei, uns immer besser demokratisch, freiheitlich, gewalt- und machtfrei zu organisieren und zu vernetzen, denn aus Protest wurde Widerstand. Wir sind nicht bereit, uns weiter bestehlen, belügen, vergiften, hintergehen, für dumm verkaufen, versklaven und zu unnötigen Kriegen einspannen zu lassen. Wir sind viele und wir vergessen nicht. Hoffentlich bald mehr. Und wir werden immer zahlreich. Ab dem heutigen Tag werden wir uns jeden 5. November wiederkommen, so lange, bis wir die Hydra der Besetzer, Parasiten, Oligarchen, Mächtigen und die globale Mafia, mit der sie kooperieren und die sie sind, ein für alle Mal abgeschüttelt haben. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Hallo. 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 Am 14. November diesen Jahres werden viele südeuropäische Länder in einen Generalstreik treten. Spanien, Portugal, Griechenland, Malta und Zypern überlegen auch. Es ist das erste Mal, dass ein Generalstreik in mehreren europäischen Ländern an einem Tag vereinbart worden ist. Sogar der Europäische Gewerkschaftsbund
hat das Ganze abgesegnet und fordert Menschen auf, appelliert an Menschen, Solidarität zu zeigen. Die europäische Krise ist gemacht von Kapital und Politik, nicht von den Menschen. Was ich jetzt fordere hier vor dem Parlament, ist, dass wir eine menschenwürdige Lösung finden, eine nachhaltige Lösung finden und nicht weiter Menschen in Armut reinpressen. Die Suizidrate in Griechenland ist exorbitant gestiegen. Rentner wählen den Freitod, weil sie nicht mehr genug Geld zum Leben haben. Chronisch kranke Menschen in Griechenland bekommen keine Medikamente mehr. Die Apotheken können auch keine Medikamente mehr ausliefern, weil sie selber nicht mehr beliefert werden. Menschen müssen in Müll wühlen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben in Europa. Ich bin empört, dass die deutsche Presse von faulen Griechen spricht. Ich bin empört, mit welcher Härte unsere Minister, unsere Parlamentarier versuchen, eine Krise zu bewältigen, die in der Form so aufgebaut ist, dass man sie so nicht bewältigen kann. Ich fordere ein Global Change und ich fordere Menschen auf, endlich zu begreifen, dass das, was hier passiert seit Jahrzehnten, nicht mehr tragbar ist. Kommt bitte alle am 14.11. vor das Brandenburger Tor zur Demonstration um 17 Uhr und vorher gibt es eine Kundgebung vom DGB. Wir fordern von den Politikern eine menschenwürdige und nachhaltige Lösung und wir wollen unsere Solidarität zeigen, dass wir genauso davon betroffen sein können in vielleicht ein paar Monaten, in ein paar Jahren, wie jetzt in Griechenland. Das ist alles nicht weit weg. Und ich grüße die Flüchtlinge, die 8 Tage lang Hunger gestreikt haben, um auch deutlich zu machen, dass Kapitalismus normiert, zerstört und tötet. Und das Leid, was die Flüchtlinge mitgebracht haben, können wir uns ansehen. Wir können mit den Flüchtlingen ins Gespräch kommen. Wir können begreifen, dass unsere Fischstäbchen, unsere Nokia-Handys und der ganze andere Konsumwahnsinn in der ganzen Welt mordet und zerstört. Ich will hier keine Panik machen oder nicht irgendwie komisch klingen, aber es ist Fakt. Macht euch bitte schlau. Geht ins Netz und googelt mal Piraten in Somalia, wo die herkommen. Und dann googelt bitte mal, dass die EU-Fischfangflotten im großen Stil seit Jahrzehnten dort die Fischschwärme einfach wegfischen mit Industriebooten und diese Fischer von afrikanischen Küsten einfach keinen Fisch mehr fangen können. Das ist Elend, was wir produzieren und ich fordere alle auf, zu schauen, wo sie konsumieren, wo sie ihr Geld ausgeben und bitte solidarisiert euch und hört auf, euch zu streiten, wir brauchen Lösungen. Vielen Dank. Jetzt stehe ich hier vor diesem Riesengebäude und komme mir ziemlich blöd vor. Ich wollte eigentlich protestieren, aber protestieren, das ist schwierig, wenn man irgendwie alleine ist oder mit 4 oder 5 Leuten. Könnte man jetzt gefrustet nach Hause gehen. Tue ich aber nicht, weil mich Menschen hören können. Und es ist nicht wichtig, ob jetzt 500 Menschen um mich rumstehen und jubeln oder 5 um mich rumstehen und zuhören. Wichtig ist, dass immer mehr Menschen wach werden, sich schlau machen und begriffen haben, dass selbst die Tagesschau, dass man der nicht mehr vertrauen kann. Ich bin aufgewachsen mit der Tagesschau, das war so das Heiligtum. 20 Uhr kam die Wahrheit. Aber das stimmt leider nicht. Es gibt andere Medien, alternative Medien, wie zum Beispiel die Hintergrund. Die machen Quellenangaben und die schreiben ganz genau, wo sie welche Informationen gesammelt haben. Es ist alles nachprüfbar. Ich habe letztens in der Berliner Zeitung gelesen, dass Syrien mit Artillerie geschossen hätte auf die Türkei. Aber das war leider andersrum. Was mich auch empört ist, dass die Krise immer noch steht und dass immer mehr Menschen leiden und dass es immer noch verkauft wird, es hätte schon eine Lösung gegeben. Ich sehe keine Lösung, dass man ein ganzes Volk ausverkauft, dass jetzt Eisenbahnen, Häfen, ganze Ländereien einfach verscherbelt werden und gleichzeitig weiß man, dass die Bundesregierung Geschäfte abgeschlossen hat, ich glaube 187 Panzerhaubitzen, nochmal ein Atom-U-Boot oder so ein Elektro-U-Boot, da sind mehrere Milliarden Euro nach Deutschland geflossen für Kriegsgerät und die Griechen können es nicht bezahlen. Und wer muss es bezahlen? Rentner, schwerstkranke, Jugendliche, ganz normale Menschen. Aber ich meine, habe ich was verpasst? Ich meine, warum braucht Griechenland so viele Waffen? Ich dachte, wir hätten Frieden in Europa. Und das sind Dinge, die regen mich echt auf, weil es wird nicht darüber offen und klar gesprochen. Und wenn die Griechen erzählen würden, sie hätten Angst vor der Türkei oder Angst vor Russland, dann können wir es ja nachvollziehen. Aber es sind einfach Knebelverträge, wo unsere deutsche Wirtschaft aber richtig Kohle mitmacht. So, das empört mich. Und vielleicht hört ja der eine oder andere zu. Und ich will es nochmal sagen, ich werde auch nicht aufhören, das zu sagen. Eine andere Welt ist möglich. Und es gibt eine Menge Alternativen.
das, was Occupy in einem Jahr erlebt hat, war auf jeden Fall auch eine menschliche Geschichte, dass wir jetzt langsam lernen, Konsens zu finden, uns nicht mehr zu streiten und nach Lösungen zu suchen, auch wenn das schwierig ist und nicht immer funktioniert. So, und ich freue mich auch, dass die Polizei da ist und uns beschützt, dass hier nicht irgendwelche Neonazis auftauchen und uns aufs Maul hauen. Das finde ich gut. Und ich hoffe, dass wir alle anfangen zu kooperieren und das Ganze nicht so ernst nehmen und trotzdem am Ball bleiben. Wie gesagt, 14. großer Generalstreik. Und da soll noch mal einer sagen, dass das Volk sich nicht erhebt und nicht wach wird, wenn es einen südeuropäischen Generalstreik gibt. Das ist großartig. Wer sich hier noch Luft machen will, es tut echt gut. Ich befreie mich gerade. Also ich kann es nur empfehlen. Ich fühle mich einfach nicht mehr wirklich vertreten von den Politikern, gerade von der Regierung, von Merkel und Co., von ihrer Pro-EU-Politik, EU um jeden Preis und Währungsunion um jeden Preis. Und was ich alles so mitkriege, was so für Gesetze verabschiedet werden, sei es Vorratsdatenspeicherung oder dass die Bundeswehr wieder im Inland schießen darf oder dass jetzt irgendwie eine neue EU-Polizeitruppe aufgestellt wurde, die nationale Rechte einfach so umgehen kann. Oder dieser total mafiöse ESM-Vertrag. Da bin ich einfach sprachlos und denke, dass das nicht die Leute sind, die uns vertreten, sondern das sind Leute, die uns irgendwie bescheißen wollen, die irgendwelche merkwürdigen Pläne haben, keine Ahnung, wo die herkommen, ob die von irgendwelchen Hochfinanzern aus Amerika kommen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es krank, es ist antidemokratisch und ja, es ist einfach eine Sauerei und deswegen bin ich hierher gekommen, um einfach ein Zeichen zu setzen. Ich finde es ein bisschen traurig, dass es hier nicht Hunderttausende sind, sondern nur 30 oder so, aber vielleicht wird das ja noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ach ja. Ja, Flüchtlinge, gutes Thema nochmal. Ich habe gerade Folgendes gelesen und wer es wissen will, ich kann auch die Quellen nachweisen. Also, habt ihr gewusst, dass die deutsche Bundespolizei in Saudi-Arabien tätig ist? Dass deutsche Bundespolizei mit Tarnfarbenhelmen und Schutzwesten dort die Grenztruppen ausbildet? Ja, kann man ja denken, Grenzsicherung, schöne Sache. Habt ihr gewusst, dass die saudi-arabische Luftwaffe jüngstens jemenitische Flüchtlingsdörfer bombardiert hat? Das war der größte Luftangriff der saudi-arabischen Luftwaffe. Die bombardieren Flüchtlinge. EADS, großer Konzern, baut eine Grenzanlage für die gesamte Wüste da unten in Saudi-Arabien. Ja? Weil die wollen einfach keine Flüchtlinge mehr haben. Es sind jetzt jüngst noch wieder 10, 20, man weiß ja nicht genau, einfach Flüchtlinge verschwunden in der Wüste. Und einige werden mit Kopfschuss wiedergefunden. Und da frage ich mich, wie wir wirtschaftlich und politisch da engagiert sind. So, das ist für mich einfach so eine unglaubliche Geschichte, aber es ist Fakt. Also welcher Polizist geht bitte nach Saudi-Arabien und bringt Leuten bei, andere Leute zu töten? Das wird uns wieder verkauft als Wirtschaftshilfe, Demokratisierungshilfe und so weiter. Es wird mal Zeit, darüber einfach zu reden und zu fragen, welche Menschen können solche Verträge schließen, welche Menschen haben so ein Interesse, sowas zu machen. So, und wer weiß davon? Und warum wird darüber in der Presse nicht berichtet? Schon merkwürdig. Also checkt man das Thema Flüchtlinge, wo kommen die eigentlich her? Und warum haben die keine Heimat mehr? Muss man drüber nachdenken.